Also hier ist der Deutschkurs, das ist Deutsch, also Themen aktuell 1, Lektion Nummer 5. Okay? Also wir machen heute Grammatik. Okay? Also und wir sprechen über indefinite Pronomen. Indefinite Pronomen, Nominative. Beispiel. Also, wir haben ist hier ein Supermarkt? Ist hier ein Supermarkt? Ja, hier ist einer. Ja, hier ist einer. Also, was ist zuerst indefinite Pronomen? Indefinite Pronomen ersetzen Nomen. Das heißt, wir brauchen kein Supermarkt. Hier ist einer. Wir können sagen, ja, hier ist ein Supermarkt. Das ist richtig. Ja? Aber das ist gut, das ist besser. Ja? Also ist hier ein Supermarkt? Ja, hier ist einer. Das ist besser. Gut, Supermarkt. Der Supermarkt. Das ist hier was Gutes. Der. Gut, also indefinite Pronomen, Nominativ, Maskulin, einer. Okay? Jetzt noch ein Beispiel. Ist dort ein Café? Ist dort ein Café. Café ist dort oben. Wir sagen das Café. Das Café. Das. Gute Antwort. Ja, dort ist eins. Dort ist eins. Eins ist ein indefinite Pronomen. Sie können auch sagen, ja, dort ist ein Café, aber das ist zu lang. Ja? Also, wir sagen, ja, dort ist eins, das ist besser, das ist kurz. Mhm. Noch ein Beispiel, ist da eine Bibliothek? Ist da eine Bibliothek? Bibliothek ist feminin, wir sagen die Bibliothek. Die Antwort ist, ja, da ist eine. Ja, da ist eine. Sie können auch sagen, ja, da ist eine Bibliothek. Aber das ist lang. Sie sagen, ja, das ist eine, das ist kurz. Ja, indefinit Pronomen. Gut, Plural jetzt, Plural. Sind hier Kinos? Sind hier Kinos? Kinos, das ist hier Plural. Wir sagen, die Kinos. Ja, hier sind Menschen. Ja, hier sind Menschen. Und es gibt hier kein Artikel. Warum? Das ist hier Plural. Also ein. Es gibt kein Ein im Plural hier. Kein Ein. Klar. Gut, sind hier Kinos? Ja, hier sind Menschen. Hier sind Menschen. Ja? Sie können auch sagen, das ist auch richtig, ja, hier sind Kinos. Aber das ist besser. Das ist besser. Das ist ganz kurz und Sie brauchen keine Namen. Klar? Also ja, hier sind Menschen. Gut. Also was bedeutet hier indefinite Pronomen? Indefinite Pronomen ersetzen Nomen. Das heißt, wir schreiben indefinite Pronomen und der Satz ist kurz. Wenn Sie zum Beispiel das Nomen schreiben, dann ist der Satz lang. Aber das ist besser. Die Sätze sind kurz. Ja? Die Regel. Also was haben wir? Maskulin, einer. Feminin, eine. Neutrum, eins. Und Plural, Menschen. Gut, passen Sie mal auf das Nomen hier auf. Also ist das Maskulin, das Feminin, Neutrum oder Plural? Maskulin einer, Feminin einer, Neutrum eins, Plural Menschen. Das ist alles. Sie können Beispiele schreiben, zu Hause schreiben oder Dialoge schreiben. Also Sie können zu zwei Personen Dialoge schreiben und Sie benutzen andere Beispiele, zum Beispiel nicht nur Supermarkt. Sie suchen noch etwas anderes. Markt. Der Markt, der Tisch, Elektro.
tolerant. It was annoying. It was masculine. Okay? Or the room, zum Beispiel, nicht immer Kaffee. Sie können auch schreiben Buch, Hefte, Wörterbuch und so weiter. Gut. Bibliothek, das gleiche. Also Sie können auch Bibliothek schreiben oder Bibliothek oder Lampe oder Kirche, dann Universität und so weiter. Global, wir haben Kinos, Bücher, Lampen, Elektroherde, alles was plural ist. Ja. Zum Beispiel Person Nummer 1 ist hier zum Beispiel ein Kugelschreiber. Ist hier ein Kugelschreiber, dann ist hier ein Marker. Person 2, ja, hier ist einer. Gut, ist hier eine Tasche? Tasche? Ja, hier ist eine. Ist hier zum Beispiel ein Wörterbuch? Ja, hier ist eins. Sind hier Märkte oder Supermärkte? Ja, hier sind welche. Hier sind welche. Also das ist hier ganz einfach Nominativ. Und Nominativ, warum? Verb sein. Sein. Verb sein plus Nominativ. Verb sein plus Nominativ. Also ich glaube, das ist klar. Indefinitpronomen können wir auch, es gibt auch hier Negation, Sie können mit Nein antworten. Sie können auch mit Nein antworten. Wenn Sie zum Beispiel mit Nein antworten, dann sagen Sie, ist hier ein Supermarkt? Nein, nein. Sie können nicht nein antworten, kein Problem. Also nein. Hier ist, und dann schreiben wir, keiner. Das ist Negation. Okay. Sie können das auch sagen, nein, hier ist keiner. Aber das ist hier Negation. Oder ist dort ein Kaffee? Nein, dort ist keins. Nein. Dort ist keins. Okay. Und weiter mit Feminin. Ist da eine Bibliothek? Nein. Da ist keine. Klar? Plural. Sind hier Kinos? Nein. Hier sind keine. Was ist das hier? Das ist hier Negation. Negation. Also ist hier ein Supermarkt? Nein, hier ist keiner. Keiner. Ist dort ein Café? Nein, dort ist keins. Ist da eine Bibliothek? Nein, da ist keine. Und sind hier Kinos? Nein, hier sind keine. Das heißt, hier sind keine Kinos auch. Das ist richtig. Aber mit Indefinitpronomen keine. Ja? Gut, Negation. Also mit Negation. Wir haben hier keiner, keine, keins und keine. Negation maskulin, keiner.
doesn't kind. Also das ist hier Negation. Okay? Sie können Beispiele schreiben. Zum Beispiel ist hier zum Beispiel suchen Sie ein Moment maskulin. Ist hier ein Markt? Ist hier ein Markt? Wir sagen der Markt oder der Supermarkt. Ist hier ein Markt? Nein, hier ist keiner. Nein, hier ist keiner. Oder ist hier oder ist dort ein Marker? Ist dort ein Marker? Nein, dort ist keiner. Keiner. Negation, das heißt keiner. Okay? Ist hier zum Beispiel eine Lampe? Ist hier eine Lampe? Nein, hier ist keine. Ja? Nein, hier ist keine Lampe, das ist richtig. Aber es ist besser, wenn Sie sagen, nein, das ist keine Lampe. Nein, hier ist keine. Ist hier ein Eis? Ist hier ein Eis? Eis, das Eis? Nein, hier ist keins. Keins. Oder sind dort zum Beispiel Suppen? Sind dort Suppen? Nein, dort sind keine. Dort sind keine. Also speichern Sie diese Informationen, also Indefinite, Pronomen und Negation. Also immer maskulin, feminin und plural. Und dann Indefinite Pronomen. Einer maskulin, eine feminin, eins neutrum und plural welche? Negation, keiner, keine, keins und plural keine. Ja? Also das sind Indefinite Pronomen, Nominativ. Also Sie können zu Hause Beispiele schreiben. Zu Hause schreiben Sie auch viele Beispiele. Ja, zu Hause, dann nehmen Sie einen Kugelschreiber und schreiben Sie Dialoge. Ja, was sagt Person A, was sagt Person B? Und dann ändern Sie Nomen. Nicht immer Supermarkt und Kaffee und Bibliothek und Kiosk. Es gibt ja viele, viele Wörter. Ja, auf Deutsch, es gibt Wörterbücher, es gibt Zeitungen, es gibt zum Beispiel Fotos, Batterien, es gibt Elektroherde, es gibt Ausländer, das haben wir schon. Mhm. Ja, viele, viele Wörter. Dann Sie schreiben diese Wörter, passen Sie mal auf, ist das maskulin, feminin, neutrum und plural. Also das ist nicht einfach, maskulin, feminin, neutrum, plural. Vielleicht finden Sie das schwer, aber versuchen Sie. Maskulin, feminin, neutrum und plural. Der, die, das, plural, die. Ja, Sie sehen ein Wort und Sie sagen, das ist maskulin. Ja, das ist